Wir wollen nach Puerto Octay, eine Stadt mit deutschen Wurzeln. Über die Autobahn braucht man nicht allzu lange. Nach 2 Stunden sind wir da. Am nächsten Tag wollen wir zum Vulkan Osorno. Da ist er schon, der Osorno, ein wunderschöner Berg. Puerto Octay ist ein Ort mit deutschen Wurzeln. Wir lassen uns es richtig gut gehen. Wir sind ja aus unserem kalten Winter in den Sommer geflohen und haben hier auch schon neue Freunde gefunden. Unser kleines Zelt wird für die nächsten 6 Wochen unser Zuhause sein. Der See mit dem unaussprechlichen Namen. Das ist er, der Osorno. Hoch werden wir zwar nicht kommen, aber vielleicht ran bis an den Gletscher. Kanobi. Abwärts gleiten an einem Seil, das ist eine Spielart, die wir in Chile noch des Öfteren sehen werden. Der Tronador, ein 3400 Meter hoher Berg. In 5 Wochen werden wir ihn von der argentinischen Seite aus sehen. Hier ringsherum sind überall Vulkane, die alle irgendwann einmal schon ausgebrochen sind. Ein schöner Ausflug und eine schöne Eingehtour am Osorno. Jetzt hatten wir Hunger und der Imbissbus versprach uns ein gutes Mittagessen. Aber die Burger waren leider eine Katastrophe. Das erfrischende Bad entschädigte etwas für das miese Essen.
Tschüss aus so einer, ein wunderschöner Berg.